Grüß euch. Was habe ich heute vor? Ich habe einen Haufen Sachen da, aber ihr werdet sehen, es ist gar nicht so viel, weil vieles ineinander kommt. Also, das wird heute hoffentlich nicht zu verwirrend, aber das wird meine Wohnzimmerdeko. Ich tue mir die Sachen zusammensuchen, was würde ungefähr passen, was würde gehen. Ja, und dann gestalte ich etwas draus. Und das möchte ich euch heute zeigen. Sachen daheim, schöne Sachen und ja, einzeln überall alles hinstellen, passt nicht wirklich und ich tue die Sachen dann gern kombinieren. So wie da habe ich einen lieben Korb, ich habe so eine gedrechselte Schollen, verschiedene Gläser. Ja, und daraus versuche ich dann eine Gestaltung zu machen, was zusammenpasst, was ich wo kann in einen Raum hinstellen. Wie gesagt, mit den sommerlichen, ich hätte gern, dass es wirklich bleibt, dass es holtert, dass ich nicht viel Aufwand betreiben muss. Ja, genau das möchte ich machen. Ich habe da wieder einen Kranz einfach mit einem Seil umwickelt. Und das Seil, das kennt ihr bestimmt, das gibt es in die Gartenabteilungen, oft einzeln oder zweimal abgepackt. Kostet ein paar Euro, mit denen habe ich das umwickelt und noch ein anderes Gartenseil, was man für die Tomaten oder irgendwas zum Aufhängen oder so. Hat eine coole Farbe, holtert super und genau das ist da oben. Also einfach rundherum wickeln mit dem Seil, was euch gefällt oder verschiedene Sachen. Ist nichts Aufwendiges, kostet auch nicht so viel. Und das Kranzl gebe ich einfach in mein Korb da oben drauf. Ich habe da jetzt gar nichts unterhalb drin, wie ihr seht. Ganz einfach. Und dann habe ich eine passende Schollen. Ist nicht geschwind für das gedacht gewesen, das sage ich dazu. Ich habe einfach so gewisse Gefäße, gewisse Sachen, so wie die Sachen macht mein Vater, der da drechseln. Und da schaue ich einfach, was passt da mir in den Kranz innen rein. Dann kann ich das innen reingeben und brauche innen, also mein Gefäß da unterhalb nicht alles auffüllen und ich habe trotzdem etwas, wo ich etwas einstellen kann. Farblich wieder schauen, dass das zusammenpasst. Dann nehme ich mir ein Glas und stelle das auch noch einmal da rein. Und so habe ich einen lieben Aufbau, was wieder wunderbar zusammenpasst, was ein bisschen rustikal ist, ein bisschen was Eleganteres mit dem Glas. Ja, dann gebe ich da einfach ein bisschen an Sand rein, den habe ich einfach in meine Dosen reingefüllt. Ist ganz ein normaler Spülsand oder Dekosand, könnt ihr auch verwenden in verschiedenen Formen, je nachdem was euch gefällt. Und eine Kerzen. Wenn ich mir da Kerzen habe, ich mag das auch im Sommer sehr gern. Innen drin zerrinnt sie auch nicht, wie gesagt, das wird mein Wohnzimmerdeko. Das ist nichts Schwieriges, nichts Aufregendes. Man muss nur schauen, dass die Sachen ein bisschen zusammenpassen, ein bisschen düfteln. Tue ich sehr gern. Man hat meistens was, ich will viele Sachen daheim und das eine passt zum anderen nicht und das passt auch nicht. Und dann muss man einfach mal hergehen, was herrichten und einfach die Sachen ein bisschen zusammenstellen und schauen, im Notfall etwas besprühen oder ein Bandel oder was passend dazu und dann kann man wieder was Neues daraus gestalten. Einfach wieder einen Ost. Aber das oben, das kennt ihr eh, ich habe meistens immer das Gleiche. Und das mit voller Absicht, weil man wirklich aus den verschiedensten Sachen, was man immer wieder verwendet, so tolle Sachen machen kann. Man muss nicht immer alles kaufen oder immer wieder neu. Wer das machen will, natürlich sehr gerne. Aber ich bin da ein bisschen anders und genau das versuche ich weiterzugeben und zu sagen, okay, ich brauche ein paar Grundsachen, ich brauche ein paar Schnüre, ich brauche ein paar Äste, ich brauche ein bisschen eine Muschel oder irgendwas oder ein bisschen Sand, das habe ich immer daheim und dann kann ich mit Spülen anfangen. So, dann habe ich da auch wieder die Schnur und da habe ich ganz einfach so Holzringe aufgehängt und ich habe noch ein paar so Anhänger gefunden, ich weiß gar nicht mehr, von was die waren, die sind ein bisschen so Glas, man nicht richtig Glas, aber so Plexi. Das hat mir recht gut gefallen, das habe ich einfach auf die Schnüre gegeben und das Ganze gebe ich da einfach um mein Glas rundherum. So, dass das vorne da oben hängt, ihr könnt es auch mehrfach umschlingen, wenn ihr so in der Art das macht. Oder ihr habt Efeu oder irgendwas rundherum, wenn ihr das frischer haben wollt. Ich möchte es wirklich so lassen, dass ich nichts brauche machen, dass es wirklich bleibt. Weil Frischblumen tue ich wieder extra. Und schon hat das Ganze eine Deko gekriegt. Und passt farblich alles wieder
zusammen. Und das ist das Wichtige. So, was habe ich da noch? Jetzt gebe ich noch ein, zwei Muscheln drauf. Da habe ich ein bisschen so außergewöhnliche. Und das ist von so einem Potpourri außer. Das kann ich da noch dazu reingeben. Ich finde es schon cool aus, macht ein bisschen einen helleren Ton, so die Muschel dazu passend und ein, zwei Muscheln. Und das war es aber schon. Das ist dann eigentlich meine Tischdeko schon fertig. Wirklich nichts Großes, nichts Aufregendes. Einfach die Sachen zusammengesammelt, nichts, was ich was Teures gekauft, sondern einfach mal alles durchgestöbert, was habe ich daheim und wie kann ich es neu kombinieren. So, jetzt ist einmal meine Tischdeko fertig. Aber ich tue ja immer irgendwo, wo noch ein Platz ist. Wie ihr wisst, habe ich schon erzählt, habe ich so eine Sitzecke, wo so ein Eck drinnen ist hinten. Und natürlich möchte ich das dann dazu dekoriert haben. Und ja, da geht nichts Großes hin, aber es soll wieder zusammenpassend sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich tue das jetzt kurz auf die Seiten, aber ich lasse es da, damit man sieht von der Form her. Ich nehme meine Gläser. Was habe ich für Gläser? Was habe ich nicht immer in Verwendung? Da habe ich ein großes. Ein kleineres, wie ihr seht, ist nicht die gleiche Form, es passt nicht wirklich zusammen. Das ist völlig egal. Ich mache das einfach so. Da habe ich noch einmal zwei Gläser und mit zwei Kerzen befüllt. Da, wie ihr seht, passt die Farbtöne. Jetzt habe ich da ein Glas und da habe ich das Glas. Da habe ich Kerzen, da habe ich Kerzen, die helle. Jetzt nehme ich einfach da den gleichen Sand und fülle mir das da in die großen Vasen rein. Muss ich ungefähr schauen von der Höhe her. Stappert so ein bisschen. Ja, wird hinkommen. Das passt einmal. Und das gleiche beim Großen. So. So, jetzt habe ich auch schon zwei unterschiedliche Höhen. Und jetzt wird sie sagen, jetzt spinnt der komplett. Aber das ist nicht der Fall. Kennt ihr das? Das ist zur Weihnachtszeit, da gibt es den künstlichen Schnee. Und ich finde den so lieb, muss ich ehrlich sagen, der passt eigentlich bei vielen Sachen. Und da bei den Mediterranen, das Weiße passt ja auch dazu. Und deswegen verwende ich den jetzt da drinnen. Ich gebe da ein bisschen einen Abschluss drauf. Da. Ja, das ist ja genug, brauche ich aber nicht mehr. Und jetzt gebe ich mein Glas da auf das innen ein. Das ist so luftig, leicht. Und das ist ein Glas im Glas. Das macht sich immer gut, ich weiß, wenn das Licht drauf scheint oder so. Und es wirkt total mediterran. Also so wie da dazu, müsst ihr euch vorstellen, da steht hinten im Eck und das ist vorne auf dem Tisch. Ich glaube, den Kombi kann man ohne weiteres verwenden. Dann könnte man eventuell noch das gleiche Bundle da oben beim Großen so oberhängen lassen. Ich will da eine kleine Verzierung aufmachen, wirklich nur ein bisschen, damit es sich widerspiegelt. Jetzt habe ich das beim einen und beim anderen das gleiche und das ist automatisch, das Auge wandert dorthin und sagt, ja, das passt. Das ist die gleiche Kombination, es macht ruhig, es wirkt harmonisch und dabei ist aber alles nur ja, zusammengesammelt. Wie ihr seht, es sind gar nicht die gleichen Vasen. Aber das macht dann nichts. Wenn ich mit der Form und mit dem ganzen Spül übersieht das mein Auge. Und es passt wieder irgendwie harmonisch zusammen. Da klebe ich mir so eine Muschel auf, die passt vom Farbton sehr gut. Und dann habe ich einen super Übergang, eine super Kombination geschaffen. Und das ist eigentlich schon alles. Es sind viele Sachen, ich weiß. Wie gesagt, zusammengesammelt, einfach mal ausprobiert. Und wenn das in einem Raum steht, ist es eine Harmonie, es ist ein Ort von Fort, es ist eine Kombination. Das wollte ich euch sagen, wie ich daheim arbeite. Ich kaufe nicht immer alles neu und gehe ins Geschäft und das muss passen und das muss passen. Wie gesagt, ich hole die Sachen zusammen, ich schaue, was ist möglich, was fällt mir ein. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen. So wie mit dem Schnee da. Der eine darf sagen, ja, spinnst, das mache ich ja nur im Winter. Nein, es passt für mich, jedem wie es gefällt, aber für mich passt das da genauso. Und warum soll ich es nicht verwenden? Da will ich eine andere Sache auch noch sagen. Aber ja, das ist meine Deko, bleibend für Sommer, für mein Wohnzimmer.
Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ein bisschen zuzuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim selber ausprobieren. Seid mutig, probiert einmal was aus, aber wenn es nicht so gelingt, mein Gott, man macht es wieder neu, aber nehmt die Sachen her und kombiniert es einmal, es macht wirklich Spaß. Erzählen. Okay, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.